schön, dass du hierher wiedergefunden hast. Und zwar zum zweiten Teil von Würdest du eher mit Feine Katze? Ich freue mich gigantisch. Ich will nicht so viel spoilern. Wie gesagt, Dschungelcamp. Ich wünsche dir einfach sehr viel Spaß. Kommentier definitiv, welche war deine Lieblingsfrage und wie würdest du damit umgehen? Auf Twitch gibt es natürlich auch den Live-Chat. Ich bin von Montag, Dienstag, bin ich immer ab 11, 12, 13 Uhr online. Okay, ich würde noch eine Frage aufmachen. Jawohl! Würdest du eher das billigste Produkt kaufen oder das am bestbewertetste Produkt kaufen? Sind das legit Bewertungen? Weiß man nicht. Das wäre nämlich auch meine Frage. Das wäre nämlich auch mein Ding. Also einfach wie auf zum Beispiel wie bei Amazon, da ist etwas super gut bewertet. Du kannst ja jetzt davon, du musst eigentlich davon ausgehen, dass es nicht gekaufte Bewertungen sind. Obwohl ich glaube, bei Amazon sind die meisten gekauft. Ja, es gibt sehr viele. Sie kaufen unsere Kaffeemaschine. Ja, wir schenken ihnen Geld zurück, sobald sie zeigen, dass gute Bewertung. Genau. Genau. Gut gemacht. Sie haben gemacht. Ich gebe ihnen nicht Geld. Genau. Das gibt es sehr, sehr viel. Ne? Also in dem Fall ist so das Problem, das billigste Produkt ist nicht automatisch das schlechteste Produkt, das sondern stimmt. Eventuell das No-Name-Produkt und oder vielleicht sogar das Amazon Basic-Produkt in einem solchen Fall. Das bestbewertete Produkt in so einem Fall, meistens können selbst solche gebotteten Bewertungen nicht mit einem wirklichen Qualitätsprodukt mithalten. Also ein Qualitätsprodukt kann trotzdem sehr viele gute Bewertungen sammeln. Ich glaube, ich würde lieber das bestbewertete Produkt kaufen als das billige Produkt. Es kommt aber immer drauf an, was. Also wenn es Technik ist, dann nehme ich auf jeden Fall das bestbewertete Produkt. Ja, wenn's, Technik sollte was man... Wenn es billiges ist, sowieso schon. Also wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir eine Perücke für einmal im Stream tragen oder sowas, dann nehme ich auch gerne die ganz schäbige, die so aussieht wie diese Staubwedel früher mit diesen längeren Dingern. Als hättest ich du sie aus PET-Flaschen rausgeschnitten. Ja, ganz schwierig. Dann nehme ich auch gerne so eine, einfach weil sie von der Ästhetik her vielleicht lustig aussehen könnte. Ja, bin ich 100 Pro bei dir. Also ich muss von meinem eigenen Kaufverhalten sowieso sagen, immer das bestbewertetste. Da gucke ich schon drauf. Ich lese mir aber auch super gerne, was heißt super gerne, ich lese mir immer dann auch die schlechten Bewertungen durch. Ich glaube, da kannst du immer ganz gut rauslesen, ob das jetzt wirklich gekaufte Bewertungen sind oder nicht. Wenn jemand schreibt, jo, bei der Post ist, weiß ich nicht, kam mit einem Knick an, da kann ja das Produkt nichts dafür. Ja. Man muss ganz krass differenzieren können, was ist jetzt wirklich kritisch an dem Produkt, was ist kritisch an anderen Dingen. Oder kam 2 Wochen später. Sagt ja nichts über das Produkt aus. Nach meinem eigenen Kaufverhalten, da bin ich auch ganz realistisch, würde ich definitiv das am bestbewertetsten Produkt kaufen. Ich bin auch mittlerweile, glaube ich, bei mir in einer Situation, wo ich mir es leisten kann, nicht zum billigen Produkt greifen zu müssen. Vor allem, wenn es um eine Technikausgabe geht oder sowas. Das ist eine geschäftliche Ausgabe, dann wäre es für mich auch im Interesse, dass das eine länger haltende Sache ist. Und bei den teuren Sachen sind meistens auch andere Garantien mit dabei. Alright, gehen wir in eine nächste Frage. Würdest du eher für immer leben oder ins Paradies nach dem Tod? Ich muss dazu sagen, ich glaube nicht an das Paradies nach dem Tod, ne? Aber gehen wir mal hypothetisch davon aus. Ich hätte auch eine längere Diskussion mit dem Hans-Peter da mit dem langen Bart, wenn der wirklich existieren würde. Das ist... Deswegen, da bin ich auch. Gehen wir aber hypothetisch davon aus, es gibt ein Paradies, unabhängig jetzt von Gott und von Religion. Kann man da wieder rausgeschmissen werden? Ich sag nein, wenn du da einmal drin gelandet bist, dann hast du es dir ja wohl verdient, oder? Geil, Paradies nach dem Tod. Ich laufe den ganzen Tag Gott hinterher und frage ihn, was Knochenkrebs in Kindern soll. Ich mache das den ganzen Tag, bis ich eine Antwort bekomme, die mich freut. Die Frage ist... Aber den gesamten Tag über, damit er mit der Scheiße aufhört in der Zukunft. Wenn das wirklich existiert, dieser komische, bärtige Mann da oben wirklich existiert und der so eine Scheiße abzieht, ich opfer sofort mein Leben, laufe dem den ganzen Tag hinterher und frage den das. Auch was Interessantes, sehr viele Leben zu leben, sehr viele Persönlichkeiten zu leben, sehr viele Erfahrungen zu machen. Trotz dessen würde ich nicht für immer leben wollen, weil es irgendwann mal immer auf Folter hinausläuft. Ja, was will ich 200 sein, wenn mein Körper auch so altert? Wir haben etabliert, dass man unzerstörbar ist. Das bedeutet, ich würde sagen, man wird immer in einem körperlichen Prime gehalten. Ja, das wäre gar nicht so übel. Ich meine, es ist grundsätzlich notwendig, weil also jetzt der Fall des Körpers unmittelbar mit dem Tod zusammenhängt. Ne? Ja, alright, also wir hätten uns beide wahrscheinlich fürs Paradies entschieden. Okay, würdest du eher eine oder einen Freund mit in den Familienurlaub nehmen oder bei der Familie deines oder deiner Freundin mitfahren? Ich würde lieber jemanden in meinem Familienurlaub mitnehmen, weil ich komme super klar mit meiner Familie. Meine Familie kommt mit allen drumherum super klar. Und ich war tatsächlich jetzt vor kurzem im Familienurlaub in Istanbul waren wir. Und da war es aber auch so, wir sind zu neunt. Es kann anstrengend werden, weil jeder will was anderes essen. Der eine will Kaffee trinken, der andere will einen Smoothie trinken, der eine will in die Bar, der andere will in die Bar, der eine will da machen und der andere will überhaupt Sightseeing machen. Aber irgendwo kommt man immer wieder zusammen und findet dann für sich eine Lösung. Deswegen, in meinem Familienurlaub bin ich es gewohnt, es kann manchmal anstrengend werden, aber es wird auch wieder sehr gut. Bei anderen weiß ich das nicht. Deswegen würde ich lieber Leute in meinen Familienurlaub mitnehmen. Aber wie gesagt, für mich wäre beides halt eine Extremsituation, weil Urlaub so
ist eine Situation, die ich sonst nicht habe. Right, ich würde sagen, machen wir noch eine letzte Frage. Nein. Apropos Dschungelcamp. Apropos Ausbeuten von Leuten. Ja, wir hatten die Thematik heute tatsächlich. Würdest du eher beim Dschungelcamp mitmachen oder bei Big Brother mitmachen? Ich würde niemals, ich glaube, da habe ich mir eine Grenze gesetzt, niemals beim Dschungelcamp mitmachen. Es ist absolut nicht mein Format. Es ist absolut nichts, woran ich teil sein möchte. Dieses Big Brother-Prinzip finde ich tatsächlich gar nicht so uninteressant, weil ich mir auch schon mal überlegt habe, sowas könnte man super cool auf Twitch machen. Nicht mit einem Jahr oder einem Monat oder einer Woche, aber mal so ein Big Brother-Format auf Twitch wäre echt cool mit noch anderen Leuten. Dass man sich ein Haus bucht, zusammen streamt. Ich würde jetzt, was ich am Big Brother, das Einzige, wo auch meine Grenzen definitiv überschritten wären, wäre eine Kamera auf der Toilette. Und das haben die. Wieso, was machst du auf dem Klo? Na, ich will da einfach meine Ruhe haben. Ich würde, aber wenn ich mich wirklich entscheiden würde, es ist ja ein Format, würdest du eher, es sind beides keine tollen Dinge, aber dann, wenn schon, eher bei Big Brother. Ich glaube aber auch bei Big Brother auch Geld. Wenn ich darauf angewiesen wäre, dass ich eins davon machen müsste, würde ich lieber in Würde meiner Karriere beenden und sagen, hey, ich mache nicht weiter. Wenn ich es unbedingt müsste, dann würde ich zu Big Brother gehen und möglichst dort so über die Stränge schlagen und gegen Verträge verstoßen, dass ich wenigstens mit einem Bumm da rausgehe und diese komplette Art von Format auseinandernehme, statt dem Format theoretisch integriert beizuwohnen. Same. Bin ich auch 100 pro bei dir. Fein, fein. Wie viele Fragen hatten wir? 9 Stück. Wir haben fast die Hälfte nicht geschafft. Nicht mal die 10 voll? Nicht mal die 10 voll. Wir können auch die 10. nehmen, wenn du möchtest. Ja, komm, 10 noch. Komm, dann haben wir echt die Hälfte. Gute Abschlussfrage. Dann haben wir die Hälfte abgearbeitet. Okay, würdest du eher nie wieder deinen Lieblingssong hören oder nie wieder deinen Lieblingsfilm gucken? Für mich ganz einfach Film. Ich höre tatsächlich, ich bin eine der weirdesten Personen. Ich höre kaum Musik. Ich höre Podcasts. Also für dich wäre es, du würdest lieber nie wieder deinen Lieblingsfilm sehen, weil du kaum Musik hörst. Nein, ich würde lieber nie wieder meinen Lieblingssong hören. Genau. Nie wieder meinen Lieblingssong logisch hören. Logisch, das klingt nicht. Nein, stimmt. Nie wieder Song. Jetzt ist das große Problem. Also ein Film, es gibt Filme, die habe ich ein, zweimal gesehen, es gibt Filme, die habe ich 40 Mal gesehen, es gibt Filme, die habe ich 120 Mal gesehen, sogar nachgezählt 120 Mal. Wow, 120 Mal ist verdammt viel. Das ist, wenn man eine PlayStation 2 mit DVD-Funktion hat. Okay. The Phantom Menace als DVD geschenkt bekommen hat, also Star Wars, und jegliche Ferientage mit diesem Film beginnt. Ich habe diesen Film so oft gesehen in meinem Leben. Es ist also... Darf man wissen, welcher Film? Ja, Star Wars The Phantom Menace. Also Star Wars 1. Mhm. Theoretisch. Also Star Aber ein Wars sehr guter Film. Film. Man muss sagen, das ein ist, sehr guter es Film. Es ist ein Feini, ja. Feini, das stimmt. Das ist schon fein. Ich Lieblingssong ist halt das Problem. Ich habe 7 Lieblingssongs. Wenn einer davon weg ist, weiß ich nicht, ob es mir auffallen würde. Außer, wenn ich ihn wieder höre, dann so, oh, den habe ich aber lange nicht mehr gehört. Den habe ich vermisst. Ich weiß nicht. Also, ich würde fast sagen Lieblingssong, aber jetzt ist die große Frage, welcher wäre mein momentaner absolut erster Platz Lieblingssong? Ich müsste mich von einem der verabschieden. Es wäre wahrscheinlich irgendwas in Richtung von Fear of the Dark oder Knockin' on Heaven's Door. Lieblingsfilm ist halt auch schwierig, weil ich nicht genau weiß, was mein Lieblingsfilm ist. Lieblingssong würde ich sagen. Ja, ich auch, definitiv Lieblingssong. Ja. Ist doch gut, bei der letzten Frage waren wir uns sogar super einig. Beim besten Film und dass wir auf unseren Lieblingssong verzichten würden. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe wirklich, wir konnten euch ein Lächeln auf die Lippchen zaubern. Und schaut unbedingt am Dienstag auf Twitch vorbei um 13 Uhr. Hier steht sogar mein Twitch-Link. twitch.tv/hallo_alexa_. Und wir sehen uns entweder auf Twitch zu dem nächsten Format oder am Samstag, wenn es wieder auf YouTube kommt.